Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Linux in aus Meckleville. Hier ist mal wieder der Benjamin. Nach einem Monat kein Video, kommt wieder eins. Und zwar, ich krieg ganz oft privat Fragen gestellt. Ja, kannst du mir kurz helfen? Ich bekomme das eine Bild nicht ins andere hinein. Ich habe jetzt hier zwei Beispielbilder, und zwar Leonardo da Vinci und Ludwig van Beethoven. Gut, das sind nur Beispielbilder. Und zwar, wie wir das Ganze machen. Als erstes müsst ihr GIMP runterladen und installieren. Klar. Dann öffnen wir einfach GIMP. Ich habe das jetzt hier unten in meinem Dock, da kriege ich einmal drauf. Jetzt wird GIMP geöffnet. So. Haben wir das jetzt geöffnet, dann haben wir hier unser Werkzeugkasten und Ebene, Kanäle, Pfähle und Rückgängig. Hier unser Werkzeugkasten und hier sind die ganzen Ebenen abgelegt. Innen sind die verschiedenen Ebenen halt von den Bildern. Und als erstes ziehen wir uns zum Beispiel jetzt hier Ludwig van Beethoven hinein. Ja, schönes Bild. Und wie kopieren wir jetzt den anderen hinein? Zum Beispiel, wenn wir jetzt was ausschneiden wollen, beispielsweise, dann schneiden wir das einfach aus hier. Ich mache es jetzt mal grob, ich tue jetzt hier nichts groß machen. Gut. Ja, dann geht ihr einfach Rechtsklick, Bearbeiten, Sichtbares kopieren. Dann geht ihr wieder auf euer erstes Bild, Rechtsklick, Bearbeiten und Einfügen. Jetzt habt ihr hier euer Leonardo da Vinci. Und den könnt ihr dann zum Beispiel hier irgendwo hinsetzen, so verzerren, skalieren. Ich setze ihn mir zum Beispiel hier unten hin. Dann kann ich noch vieles mit dem machen. Mit GIMP kann man viel machen. Ich kann ihn zum Beispiel so irgendwie hin machen, damit er irgendwie cool aussieht. Nochmal. Und dann nochmal bitte. Ja. So, damit das so hoch kann, irgendwie liegt. Gut. Das mag. Und das ist eben das, wenn man es ausschneidet. Ja, wenn ihr das eben nicht haben wollt, dann geht ihr einfach her. So ist die Ebene löschen. Ihr nehmt einfach das Bild vom Desktop, zieht es euch einfach hier in das Fenster hinein und schon habt ihr es drin. Hat noch nicht ausgeschnitten. Theoretisch könnt ihr es jetzt noch ausschneiden. Und dann wiederum Rechtsklick, Sichtbares kopieren, Rechtsklick, Einfügen und es schon wieder irgendwie einsetzen. Also es ist euch überlassen, wie ihr das Ganze macht. In nächster Zeit werden, glaube ich, mehr GIMP-Tutorials folgen, weil sau viele Fragen immer in den Bereich kommen. Ja, also mit GIMP kann man sehr viel machen, wie ihr hier schön seht. Ist eine tolle Alternative zu Adobes Photoshop. Das kostet ja, glaube ich, 900 Euro in der Schülerversion. Und ja, vielen Dank fürs Zusehen. Das war's von mir, Benjamin, von Linux-Meckhilfe. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.